Servus Monsterhunter Freunde, willkommen zum ersten Iceborne Waffenguide Video. Ich zeige euch alle neuen Angriffe bei den Zweihandwaffen. Langschwert, Großschwert, Hammer, Morphaxt, Huntinghorn und die Doppelklingen, Fernkampfwaffen und Waffen mit einem Schild erkläre ich dann im zweiten Video. Vorab eine wichtige Info, in der Videobeschreibung findet ihr die genaue Zeitangabe zu den einzelnen Waffen. Ich kann euch aber nur empfehlen, schaut alles an, dass ihr eben wisst, was sich bei den einzelnen Waffen alles abändert. Denn es sind hin und wieder sehr geile Angriffe dazugekommen und vielleicht gefällt euch dann auch noch eine weitere Waffe. Fangen wir gleich mit dem Langschwert an, das hat ein sehr starkes Upgrade bekommen. Man kann verhindern, dass man das Schwert nicht mehr wegstecken muss. Das funktioniert mit dem neuen Angriff. Drückt man R2 und X zusammen, startet man den neuen Angriff. Man ist dann in so einer Art Wartungshalt. Steckt das Schwert so nach hinten links weg und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Angriff dann zu beenden. Nummer 1 ist mit der Dreieckstaste, man macht zwei schnelle Hiebe nach vorne, treffen diese, wird der Elanbalken gefüllt. Man kennt das Ganze vom Jump, nach dem Jump ist ja auch der Elanbalken ja schneller voll, man hat da so einen kleinen Boost drauf und das passiert auch mit diesem Angriff. Das ist wirklich extrem stark, denn so kann man sehr schnell immer in die Lanklingen-Kombo starten und kommt halt sehr schnell auf die nächste Stufe, auf die rote Stufe, bestmöglich nach oben, ist schon ein sehr krasser Buff. Der zweite Angriff ist mit der R2-Taste. Es ist im Endeffekt ein Konter, wenn man es perfekt timet, diesen Angriff. Timet man ihn nicht perfekt, den Angriff, macht man natürlich Schaden. Ihr seht auch die Animation und man verliert dann einen Elanbalken. Dann ist man von der roten Stufe zum Beispiel auf die gelbe nach unten. Timet man das aber im richtigen Moment, und zwar drückt man eben die R2-Taste, wenn das Monster gerade im Angriff ist, dann kontert man das Monster, verliert keinen Elanbalken. Man ist dann immer noch sozusagen auf der roten Stufe, wenn man sie auch hatte, und kann dann direkt in den Jump danach starten mit der roten Stufe und macht den maximalen Schaden. Das ist schon wirklich extrem cool. Neue Angriffe gibt es auch mit der Klammerklaue. Zwischen der Elanklingen-Kombo kann man noch die L2-Taste mit einbauen. Die Elanklingen-Kombo wird nicht unterbrochen und so kann man immer eine Schleudermunition abschießen, das Monster dabei bei seinem Angriff unterbrechen oder wenn es weglaufen will, unterbrechen. Finde ich auch sehr stark. Springt man mit der Klammerklaue auf das Monster, ist die Haut beim Langschwert leider nicht gleich verletzt. Man muss zweimal auf das gleiche Körperteil springen, dass die Haut verletzt ist. Dafür droppt aber eine Schleudermunition. Die könnt ihr natürlich wieder aufsammeln und das Monster damit unterbrechen. Ist die Haut verletzt, macht man natürlich mehr Schaden, das sieht man auch an den anderen Schadenszahlen. Kommen wir zum Großschwert, das hat nur ein kleines Upgrade bekommen, ist aber auch stark. Wenn wir einen aufgeladenen Hieb machen, kann man zwischenrein die L2-Taste drücken und Schleudermunition abschießen. So kann man das Monster eben perfekt unterbrechen und nach dieser Schleudermunition startet man direkt in den wahren aufgeladenen Hieb. Das ist der stärkste Angriff vom Großschwert. Außerdem bekommt der nächste aufgeladene Hieb einen Schadensbuff, wenn der vorherige Angriff trifft. Ich zeige das jetzt euch anhand des wahren aufgeladenen Hiebes, aber die zwei davor kann man damit auch schon buffen. Ihr müsst eben einen Angriff davor machen und wenn der vorherige Angriff trifft und ihr macht danach einen aufgeladenen Hieb, egal welchen von den drei, dann bekommt ihr eben wie gesagt einen Schadensbuff. Ich zeige es euch jetzt anhand des wahren aufgeladenen Hiebes, der ist ja der stärkste Angriff vom Großschwert. Ich mache jetzt hier einfach einen aufgeladenen Hieb, der geht daneben und dann trifft danach eben der wahre aufgeladene Hieb und er macht 548 Schaden. Trifft eben der vorherige Angriff, das seht ihr jetzt hier, und ich mache danach eben den wahren aufgeladenen Hieb, macht er eben 100 Schaden mehr auf die 648 nach oben, ist auf jeden Fall sehr interessant. Setzt man beim Großschwert die Klammerklaue ein, wird die Haut gleich beim ersten Mal beschädigt, sie bleibt auch sehr lange kaputt, aber es droppt keine Schleudermunition. Ist die Haut kaputt, hat man andere Schadenszahlen und die sind auch noch viel höher. Der Hammer hat ein sehr cooles Upgrade bekommen, Hammerspieler werden es auf jeden Fall lieben. Als allererstes, bei einem aufgeladenen Schlag, da hebt man ja die R2-Taste fest, kann man jetzt noch die L2-Taste kurz drücken und dann schießt man auch wieder Schleudermunition ab, so kann man easy das Monster eben unterbrechen. Und wenn man dann eben die Schleudermunition rausgeballert hat, kann man danach eben noch die R2-Taste loslassen und macht dann den Angriff fertig. Es kommt immer drauf an, ob der Hammer geladen ist oder nicht, da macht man eben einen anderen Angriff. Das ist aber auf jeden Fall alt, ich möchte es euch hier trotzdem zeigen, und zwar hebt man jetzt die R2-Taste fest. Der Hammer ist nicht geladen, er leuchtet ja nicht, und drückt dann eben kurz die L2-Taste. Ihr seht, die Schleudermunition geht raus. Danach lasse ich eben die R2-Taste los und es kommt dann eben der aufgeladene Urknall. Ist der Hammer eben geladen und ich schieße mit der L2-Taste und lasse danach los, kommt der aufgeladene brutale Urknall.
Kommen wir zu der geilen Erweiterung, wenn wir jetzt den Hammer mit der R2-Taste auf die zweite oder auf die dritte Stufe aufladen. Es ist egal, ob der Hammer selber aufgeladen ist, ob er leuchtet oder nicht. Zieht man sich zum Monster hin, wenn man die L2-Taste nach dem aufgeladenen Angriff eben macht. Um das ganze Bett zu verstehen, seht ihr es eben hier. Ich lade den Hammer auf die zweite Stufe, drücke danach die L2-Taste und ich ziehe mich zum Monster hin. Das ist schon wirklich extrem cool, man macht dabei auch noch Schaden. Lädt man den Hammer auf die dritte Stufe auf, sieht der Angriff anders aus. Man zieht sich dann auch zum Monster mit der L2-Taste, aber man macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Das Geile, man sitzt natürlich direkt auf dem Monster drauf. Kann dann zum Beispiel die Dreieckstaste drücken und verwunde dann die Haut des Monsters. Man muss auch nur einmal mounten, beim Hammer ist direkt die Haut verwundet. Dafür droppt aber eben wieder keine Schleudermunition. Und wenn die Haut verwundet ist, macht man natürlich wieder andere Schadenszahlen und natürlich auch mehr Schaden. Die Morphax hat ebenfalls ein paar coole Angriffe bekommen. Einmal einen sehr starken Axtangriff. Wenn man mit der Kreiskombo die Axt schwingen lässt, kann man die Dreieckstaste drücken und dann kommt der neue Axtangriff zustande. Oben links leuchtet dann auch die Axt rot. Dadurch kann man die Monster besser unterbrechen. Außerdem kann man auch zwischen der Dreieckskombo die L2-Taste drücken und so schnell Schleudermunition abschießen, kann auch so das Monster eben unterbrechen. Auch zwischen dem Axtmodus in diesen Schwert Modus, da hatten ja so einen übelsten Schwinger, kann man die L2-Taste mit einbauen. Das seht ihr auch hier. Ich lasse die Axt wieder mit der Kreistaste schwingen, drücke die L2-Taste, die Schleudermunition kommt raus und direkt danach noch die R2-Taste und dann bin ich eben durch diesen Schwinger im Axtmodus drin und konnte noch mit der L2-Taste das Monster unterbrechen. Hat man sich mit der Elementverladung vertan, gibt es auch eine neue Animation. Ihr seht, ich stehe auf dem Boden und kann jetzt die L2-Taste drücken, schnell das Monster mounten. Dadurch springe ich eben mit der Kralle das Monster an und oben links füllt sich die Schwertanzeige zur Hälfte. Das Monster kann man auch ganz normal mit der Klammerklaue anspringen, einmal im Axtmodus. Bei der Morphaxt muss man nur einmal das Körperteil anspringen mit der Klammerklaue, dann eben die Dreieckstaste drücken und schon ist die Haut verletzt. Und man macht eben mehr Schaden, hat andere Schadenszahlen, dafür fällt eben keine Schleudermunition. Im Schwertmodus kann man im Endeffekt auch das Monster mit der Klammerklaue anspringen. Wenn dazu das Schwert noch leuchtet, kann man die Elemententladung mit Dreieckkreis aktivieren. Dadurch wird die Haut dann nicht verletzt, aber man kann dann eben so gezielter das Körperteil auswählen, in welches man eben die Elementladung pumpen möchte, weil normalerweise steht man auf dem Boden, geht nach vorne und dann wird man irgendwo auf das Monster im Endeffekt abgesetzt oder schwingt sich auf irgendein Körperteil und mit der Klammerklaue kann man eben gezielt den Kopf zum Beispiel auswählen oder andere, macht das Ganze ein bisschen einfacher. Das Huntinghorn hat eine neue Note dazu bekommen, das Echo. Drückt man nach einer Note die L2-Taste, stellt der Charakter das Huntinghorn auf den Boden und lässt es drehen. Die Note macht sehr viele kleinere Treffer. Und danach kann man zwei Melodieeffekte spielen. Mit der Greisnote kann man einen speziellen Schadensangriff starten, der eben guten Schaden macht. Und mit der 3-Greisnote legt man ein Heilfeld auf den Boden, in dem sich ja alle Spieler heilen können. Die Funktion hält aber leider nur sehr kurz, ist aber im Endeffekt wie der Booster, wie der Lebensbooster. Das kennt man schon. Ich bin mal auch gespannt, ob das pro Huntinghorn dann andere Noten sind, die man aktivieren kann. Kann ich mir schon gut vorstellen, denn aktuell haben wir nur das Anjanath Huntinghorn und das hat eben diese zwei Noten. Eventuell kann man dann mit der L2-Taste auch bei anderen Huntinghörnern noch andere Melodieeffekte spielen. Auch die Doppelklingen haben sehr coole Angriffe bekommen. Als allererstes kann man zwischen den Dreiecksangriffen die L2-Taste drücken und so ja dem Monsterangriff ausweichen. Hat man die richtige Munition drin, kann man natürlich auch noch super die Monster in ihren Angriffen unterbrechen. Der L2-Taste kann außerhalb, aber auch im Dämonenmodus einfach mit eingebaut werden. Finde ich eigentlich schlecht, dass man da so easy in alle Richtungen ausweichen kann. Im Dämonenmodus gibt es noch eine weitere Combo. Drückt man dreimal hintereinander die Kreistaste, kann man danach noch die L2-Taste drücken und man zieht sich mit der Klammerklaue auf das Monster, kann da alles machen, zum Beispiel auch natürlich die Haut verwunden. Die Animation sieht dann geil aus, wie dann der Charakter so runter slidet. Man kann natürlich auch ganz normal die L2-Taste gedrückt halten und dann auch so auf das Monster springen mit der Kreistaste. Und bei den Doppelklingen ist es so, dass man zweimal auf das betreffende Körperteil springen muss, um die Haut zu verwunden. Dafür droppt aber jedes Mal Schleudermunition und die kann natürlich auch wieder super benutzt werden, um das Monster zu unterbrechen. Oder zum Beispiel dann, wenn man auch die andere Animation von der Klammerklaue benimmt, kann man das Monster ja lenken und dann gegen eine Wand rennen lassen oder in eine Falle.
das war's soweit vom ersten Waffenguide-Video. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welcher Angriff euch am besten gefallen hat. Wenn es euch allgemein gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Das nächste Video mit den Fernkampfwaffen und Waffen mit Schild kommt dann demnächst raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.